So, wie viel Geld haben wir jetzt? 1700. Ah, langt immer noch nicht. Ich habe aber einen Brief. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Piers Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten, Pierre. Gut, Dünger braucht kein Mensch, können wir selber herstellen. Wir haben Erbsen. Nee, Boden. Wir haben heute sehr viel Glück. Ich würde mich in die Mine verziehen. Okay, ich kümmere mich um die Farm. Wenn das für euch okay ist. Für mich schon. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Bohnen heute. Zum ersten Mal Bohnen. Dann muss ich mal zur Biene. Ich weiß Mine. Noch nicht, wie schnell die Bohnen. Zur Biene, danke. Geh mal zur Biene. Tschüss. Zoom. Oh Gott, wie viel Pastinaken. Oh Gott, das wird mit der Energie eng. Zoom. Oh, Beeren. Die nehmen wir natürlich mit. Ich glaube, morgen haben wir mehr als genug für einmal. Für was? Für einmal Rucksack. Bei dem, was ich hier gerade alles mitnehme. Das sieht gut aus, ja. So, jetzt packe ich mal ein paar. Und jetzt habe ich auch genug Beeren schon eingelagert. Das heißt, ich kann heute Abend auch noch ein paar Beeren verkaufen. Lachsbärenzeit. Mag Linus Lachsbären wahrscheinlich auch nicht. Niemand mag Lachsbären. Der ist ganz schön bitter, der Witz. Lies vor. Ein älterer Mann geht mit einem Kind wandern. Das Kind fällt ganz tief runter und hat alles gebrochen, außer den Kiefer. Sagt der Mann, beiß dich ans Seil. Der Mann zog und zog und auf der Hälfte fragt er, geht's dir gut? Und das Kind hat geantwortet, ja! Oh, der ist böse. Sag er, der ist ganz schön bitter. Fies. Ach, im Übrigen, auch man kann auch in der Mine angeln, ne? Wisst ihr das noch? Ja. Gut. So, gießen muss ich noch, dann muss ich zu Robin irgendwann. Also wenn du fertig bist mit deinem ganzen Farmkram, kannst du dir überlegen, ob du auch in die Mine gehst, weil das ja Glück ist. Ich werde gleich keine große Energie haben, glaube ich, wenn ich damit fertig bin, bei dem Ganzen, was ich hier gießen muss. Du musst dir halt auch mal irgendwann deine Truhen abholen, gell? Das verbesserte Schwert und den ganzen Kram. So, ich bin wieder dran. Gibt noch einen, also noch einer geht, aber ich glaube, mehr Witze brauchen wir dann nicht, weil wenn man zu viele Witze am Stück macht, geht das auch nicht mehr. Aber wenn du noch einen hast, kannst du auch noch einen raushauen. Ich hab einen indischen Glaswels gefunden. Ich dachte, jetzt kommt, ich habe einen indischen Witz. Nein. Es wäre ganz cool, wenn irgendjemand Saatgut auch bringen würde, wenn ihr noch Zeit habt. Ich bin fischen und schon ich in der Mine. Ich kann Saatgut holen. Was soll ich holen? Irgendwas, was noch reif wird bis Ende des Monats. Also irgendwas innerhalb von... Alles, was noch innerhalb von 14 Tagen fertig wird, glaube ich. Einfach so viel wie geht. Ja. Wir brauchen mehr Geld. Ja. Und Gold. Alles Gold der Welt soll bei uns landen. Ah, keine Bohnen, hast du gesagt. Ja, Bohnen sind halt doppelt und die haben auch schon hier stehen. Und die brauchen auch 10 Tage, bis sie fertig werden und dann kannst du nur einmal ernten, das lohnt sich nicht so richtig. Was sind so Jessies? Was? Jessies. Blue Puffball Flower. Das ist, glaube ich, tatsächlich egal, weil die alle sagen, die alle noch reif werden. Hol einfach irgendwas, was Geld bringt, das ist egal. Da alles Geld bringt, tada, kannst du alles holen. Kartoffeln. Darf halt nur, wie gesagt, muss in der nächsten Zeit vielleicht ein Steinfisch, neuer Erfolg Fischer. Ja, den habe ich ja vorhin auch bekommen. Das ist wahrscheinlich, wenn du irgendeinen besonderen, den dann bloß in bestimmten Bedingungen fangen kannst oder so kriegst. Der sieht ja ulkig aus. Ein bizarrer Fisch, der wie ein Ziegel geformt ist. Kann man daraus auch ein Haus bauen, wenn man genug Steinfische hat? Ein Steinfischhaus. Gott, wie furchtbar. Danach gehe ich nochmal in die Mine. Ist ja genug Zeit. Ja, Mine ist gut heute, weil wir Glück haben. Ja. Benni, also Mine und Angeln. Reicht das, wenn ich dir das Zeug in die Kiste hau und danach zur Mine hochsprinte? Man kann sogar irgendwie auf Pferden reiten. Ich weiß nicht, der ist unter Umständen vorhersehbar. Der Mann war neben einem Brunnen und er wollte wissen, wie tief der Brunnen ist. Also hat er einen schweren Stein reingeworfen und nach ein paar Sekunden sprang eine Ziege hinterher. Danach kam ein kleiner Junge und fragte, hast du meine Ziege gesehen? Sie war an einem Stein festgebunden. Oh Mann. Benni, hast du noch zufällig Ackerzeug dabei, also zum Bestellen? Du müsstest erst düngen und dann Samen säen. Ich habe, wo du gesehen hast, ist es Wurst. Ich habe echt nie gedüngt.
Ja. Echt nicht? Nein. Das bringt deutlich bessere Erzeugnisse. Ja, das bringt halt mehr Silber- und Gold-Sachen. Ich habe trotzdem 4000 Gold Erfahrung gehabt. Ja, das ist halt nicht schwierig, in dem Spiel Geld zu machen, aber trotzdem musst du erst den Dünger machen und dann... Ich hau das jetzt einfach mal in die Kiste rein, weil da kann ich zum Farmen dann nach oben rein. Aber hier ist noch Platz dazwischen. Packst du doch hier noch freie Flächen. Was zur Hölle? Ah. Gut. Ich glaube, er will es in die Kiste packen, damit er zur Mine kommen kann, oder wie? Ja, aber oder den halt noch zu Ende sehen. So, ich muss jetzt mal zu Robin noch. Es ist noch 13:30, das muss noch gehen. Hast du mehrere Sachen, unterschiedliche Sachen geholt? Ja, ich hab... Oh, ich hab die Katze draußen gelassen, das ist schlecht. Kannst du sie mal kurz reinholen, bitte? Ich hab ein von Lohnes Buch gefunden. Sehr gut. Ich hab auch noch eins. Das ist noch Bären. Das vielleicht mal abgeben müsste. Das sind noch Bären. Himbeeren, meine! Das sind keine Himbeeren, sind Lachsbeeren. Ey, das ist eine dumme Übersetzung, ich bin der Meinung, das sind Himbeeren. Ich weiß nicht, ob es Lachsbeeren gibt, keine Ahnung, was das sein soll. Das ist mit Sicherheit nur falsch übersetzt. Danke, Schatz! Ja, kann ja mal passieren. Bitte, Hasi! Du warst, glaube ich, nicht gemeint. Ich weiß. Ausnahmsweise. Kann ja mal passieren, dass man die Katze draußen vergisst. So, auf zu Robin. Ich glaube, alle 5 Level ist eine Ja, Ruhe. Wahrscheinlich. Also, Felix, wenn du zur Mine kommst, solltest du nochmal Level 5 und Level 10 angucken. Nachziehen! Ja, ich tue ja gerade erstmal noch farmen. Also, anbauen. Das ist voll witzig, weil in dem Spiel, ich muss jetzt farmen, was ganz anderes bedeutet, wie in ganz vielen anderen Spielen. Kann ich nicht verstehen. Dieses Tal hat ein sehr lebendiges und vielfältiges Ökosystem. Das ist einer der Gründe, warum ich hierher gezogen bin. Cool. Verdammt, Robin ist nicht da, oder? Das ist doch nicht euer Ernst. Da ist Sebastian wieder, der gerade Mittag gegessen hat. Arbeitet irgendwie nie jemand in diesem Scheißkaff, oder? Nee. Ich weiß nicht, wo die ist. Mittwochs Ruhetag. Ach, Moment mal, die könnte. Hat die da irgendwo einen Keller oder sowas? Was zur Hölle? Ach, Moment, die hat doch so ein Hintenhaus, oder? Da gibt es noch einen zweiten Eingang. Kann man da rein? Nee, nur alle 10 Level ist eine Truhe, nicht alle. Wie möglich diese scheiß Robo. Aber das ist Maru. Ach, Maru ist der Mann, ne? Nee, Maru ist die Frau. Abigail. Oh, ich bin gerade nicht gut drauf. Ah, und jetzt noch schnell zur Mine hoch. Du hast mir ein Geschenk gebracht. Bei 3 Stunden kannst du hier noch helfen. Was? Dir helfen? Nö. Fischen ist so eine Aufgabe für. Nee, ich fische ja schon gar nicht mehr. Ich habe uns schon wieder 15 Level weitergebracht. Ach so, nach unten. Jawohl. Ich gehe mal die ersten paar 5 Level abgrasen. Also jedes 10. Level ist ist eine Truhe. Und wenn du noch ein bisschen wartest, dann bin ich schon bei Level 30. Dann kannst du dir die 3. Truhe auch schon holen. Wie konnte man die denn anziehen? Indem du Escape drückst und dann... Und dann? Auf deinen Kopf klicken. Oder? Geht nicht. Warte, ich guck mal mit. Ah, nee, direkt einfach nur Escape und dann hast du links unten, hast du direkt unten dein Bild genau. Und da sind links daneben so Slots. Sorry. Genau. Nee, nicht 15. Nein, ich will die Viecher nicht mit der Schaufel schlagen. An sich will ich. Mit der Schaufel kostet nämlich Energie. Stahlkurzschwert, yay! Genau. Und ich bin jetzt schon bei Level 28, also wie gesagt, wenn man noch ein bisschen... Naja, ich tue jetzt einfach ich bin in die 15 mal gesprungen. Warte, dann spring auf die 10, da warst du nämlich auch noch nicht. Da gab es auch eine Truhe mit irgendwas drin. Okay, dann gehe ich nochmal kurz. Ach, hier ist der Eingang, guck mal. 10. Energie und Gesundheit bringt die Beere übrigens, ist gar nicht so schlecht. Hey, ich habe einen Schuh bekommen. Ich konsumiere hier schon eifrig, ne? Bist du gekommen, schon Meerrettich gefuttert? Lustig zu machen? Nee, bin ich nicht, Linus. Alles gut. Ich mag dich. Bist du schon wieder raus aus der Mine? Ja, ich wollte bloß die Truhen kurz abholen. Ich warte eigentlich darauf, dass Robin mal zu Hause ist. Aber 2 Sekunden gewartet, das wäre schon bei Level 3. Sie ist halt nie zu Hause. Und du hast mich verarscht. Maru ist die hier Dingens macht. Hast du meine Mutter getroffen? Sie ist die Schreinerin. Ach nee, Maru ist die Tochter. Sie ist Schreinerin im Ort. Sag ich doch. Okay. Das ist nicht der Robin! Kerl. Robin! Das ist ein Mädel. Wo bist du? Ich will doch nur ein blödes Beil zurückgeben. Halben Tag rumgerannt und nicht gefunden. Da bist du.
Hey, du hast meine Axt gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich hab mir fast den Zeh mit der anderen abgeschlagen. Danke dir. Warum ist denn die Hälfte jetzt mittlerweile so dunkel? Von der Map. Keine Ahnung. Robins verlorene Axt. 250 Gold. Gut, das nicht, dass das hier so dunkel ist. Komm, gib mir noch ein Level. So, was muss man hier eigentlich noch abliefern? So. Miau. Das kennen wir. Ich hau ab, ich habe keine Energie mehr. Flussfische. Aber der Troll war jetzt dort nicht mehr. Krabbenreuse haben wir noch nicht. Lumi. Nachtfische. Was? Der Troll war dort nicht mehr. Wo ich Teichfische. Jetzt Spezialfische. Wo jetzt? Warst du auf Level 20? 30. Ozeanfische. Ja, nee, da war keine. Keine Ahnung. Eigentlich ist es alle 10, aber vielleicht ist es auch alle 20. Hier, was ist denn los? Das ist eine Katze, die will, dass du jetzt mit ihr spielst. Hm. Nutzpflanzen Frühling. Ja, die kann man hier fertig machen. Bündel Nutzpflanzenqualität. Wir brauchen übrigens 5 Goldpastinaken, damit wir das hier abmachen können, ne? Du brauchst 5 Goldpflanzen zum Anbauen. Was? Was denn? Bei dem Gemeindezentrum. Ach so. Brauchst du 5 von den Gold angebauten Sachen. Ich kann sein, dass wir da mehr brauchen, wo wir jetzt zu dritt spielen? Keine Ahnung, auf jeden Fall will der 5 Sterne haben. Ja gut, mit dem Dünger sollte das weniger ein Problem sein. Sammeln Winter, sammeln Sommer. Aber dann bauen wir jetzt ganz jetzt nur noch Pastinaken kaufen und anbauen. Weil wir nicht mehr so lange Zeit haben im Frühling, gell? Ja, dann müssen wir halt nochmal Pastinaken. Pastinaken sind mal 4 Tage fertig, das sollte ganz gut. Dann müssen wir das vorher düngen an der Stelle. Ach, shit. So. Ich komme mal nach Hause. Irgendwie war der Tag heute nicht so erfolgreich, wie ich oft hatte. Wobei ich, gut, ich bin locker 15 Level in der Mine runtergekommen. Ich habe meine To-Do-Liste geschafft. Robin die Axt zurückbringen. Wow. Und mich um die Farm gekümmert, ja? Hier gießen und ernten. Okay. Guck gleich mal, was da alles rausgekommen ist jetzt. Hast du schön gemacht. Ja. Weiß ich jetzt schon. Brauche ich gar nicht gucken. Bin stolz. Kann man einen Schulterklopfer vertragen hier. Ach, Kira, was ist denn los? Ich klopfe mir auf meine Schulter, das ist deine. Wo kommen die ganzen scheiß Viecher hier her? Sind jetzt siamesische Zwillinge oder was? Nein, aber ich kann dich ja nicht erreichen. Kann ich das rostige Schwert einfach wegtun, wenn ich jetzt das Stahlschwert habe? Du kannst es verkaufen, aber nicht in unserer Truhe, sondern oben bei den. Ach shit, da wollte ich ja eigentlich nochmal vorbei und mein rostiges Schwert verkaufen. Was? Wo kann ich es verkaufen? Bei diesen Abenteuerclub. Ach so. Da, aber die. Ja, ich kann es auch mal mitnehmen bei Gelegenheit. Ich hab's gerade noch im Inventar. So. Moment. Ich muss wieder reintun. Ich bin zwar schon auf Level 33, aber ich finde diesen. Du solltest zurückkommen zum Schlafen. Eingang nicht. Ja. So, Cola. Jo, den ganzen Tag habe ich jemanden gesucht. Wobei, ich habe 13 Uhr angefangen mit Robin suchen. Und 19 habe ich sie gefunden. Und das ist ein kleines Dorf. Geoden? Klingt realistisch, ne? Moment mal, ich hab meinen Wuffi gar nicht gestreichelt heute. Komm her, Wuffi, Wuffi, Schnuffi, Wuffi-Duffi. Lol. Schnuffi-Duffi. Pla. Kira. Wo? Oh, ich hab unser Baum jetzt aufgenommen. So, Lumi Blumi geht ins Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Komm her, Kira. So, aufhören die Katze zu kraulen und ins Bett gehen? Ja, warte doch mal. Ich bin doch schon im Dorf. Mach doch mal einen chilligen. Das ist ein Mann, der kann die multitasken. Ey, ist halt nicht so. Ja, es ist schon fast 1. Ich sorge mich nur um seine Gesundheit. Ach, alles okay. Ja, der muss bloß 4.20 Uhr aufstehen, ist alles gut. Also real time. Im Spiel kann man auch nicht 4.20 Uhr aufstehen. Boah, 4.20 Uhr ist ja pervers. Da gehst du schlafen, ne? Ja. Hofarbeit Stufe 2. Bienenarbeit Stufe 2. Entsorgmayonnaise und Steinzaun und so. Ich kann jetzt Treppen herstellen. Hier, guck mal das ganze Geld an. Mhm. Felix hat nämlich noch was mitgebracht. Adder. Schön. Ja, das sollten wir behalten, weil wir das unter Umständen abgeben müssen irgendwo. Echt? Ja. Ja, ein paar Sachen sollten wir von jedem behalten, weil manchmal gibt es dann Quests dazu. König der Soßen, Wiederholung. Ach nee. Was? Ist das Silver has closed? Ja. Warum das denn? Ich bin auch raus. Warum das denn? Bin ich noch da? Oh, jetzt habe ich das gerade ausgemacht. Shit. Ah, schön.
Ja, leichte technische Schwierigkeiten. Wir melden uns gleich wieder zurück oder so. Warum sagt ihr mir gerade, ich muss einen neuen Hof starten? Das ist nicht gut. Nein. Steam, was tust du? Warte, Moment. Keinen neuen Hof starten. Mach mir keine Angst. Ich muss meinen Hof nicht mehr auswählen. Einrichten. Kann mein Hof nicht mehr auswählen? Ich weiß nicht warum. Start nochmal alles neu. Dann zeige ich derweil den zwei Zuschauern, die ich noch auf Twitch habe, meinen alten Hof. Damit euch nicht langweilig ist. Und gebe ein bisschen an. Gebt mal an. So. Ja. Das ist mein alter Hof. Mit der Küche. Und hier haben wir das Kinderzimmer mit zwei Kinderbetten und einer Krippe. Ich habe aber noch keinen Mann, aber ich wollte schon einmal für alles vorbereitet sein. Wo ist denn? Hatte das? Ihr könnt immer noch spielen. Das ist mein Hof. Ich will mir kein Video angucken. Ach komm. Hier sieht ihr meine Plantage. Safe da unten habe ich die Fabrikation für Käse und Wolle und Mayonnaise. Und hier sind meine Fruchtbäume. Da wollte ich eigentlich noch ein paar mehr. Und ansonsten habe ich hier sehr viel freien Platz, um Gras zu züchten, weil ich brauche nämlich ganz viel Gras für meine Tiere. Und jetzt zeige ich euch noch meine Tiere. So. Hier sind meine Tiere. Beziehungsweise, stimmt nicht, die sind schon rausgelaufen. Hier kann ich jetzt Eier sammeln. Oh nein! Nein! Aber ich habe die Safe Games noch im Ordner liegen. Jetzt wollte ich angeben und meine Tiere sind ausgebüxt, weil ich die Mauer vergessen habe zu reparieren. Okay, das sind alles meine Tiere, die eigentlich hier so in ihrem Stall sein sollten, aber die laufen jetzt alle über die Wiese. Also ich verstehe es nicht, weil die Safe Games noch da sind. Kannst du Neo eigentlich Spieldateien sichern irgendwie? Kopiere sie dir doch schon mal sicherheitshalber raus und dann würde ich alles nochmal neu starten. Oder starten Rechner nochmal komplett neu und Steam nochmal neu und alles neu. Gera! Heute! So, genau. Und hier habe ich meine Schleimfarm und ich habe ehrlich gesagt immer noch nicht wirklich verstanden, wozu das Ganze. Also, zum Geld. Ja, da sind auch schon ganz schön viele drin, aber ich gehe jetzt nicht mal so schnell raus, weil die greifen mich sofort an, wenn ich länger drin bleibe. Ich habe keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Die mögen dich. Naja, also das ist meine Farm. Und weil wir das Thema ja mit den Truhen hatten, jetzt zeige ich euch nochmal mein Ordnungssystem. Safe Game Info from your old safe. Make a new safe, copy paste the safe from the safe. So, also hier sind meine ersten zwei Truhen. Das ist die Truhe mit dem Saatgut für den aktuellen Monat und das hier ist hier absolut falsch eingeordnet, warum auch immer. Und das ist die Truhe mit allgemeinem Saatgut. Dann haben wir hier sammelbare Gegenstände, Pflanzen und Pilze. Sammelbare Gegenstände, Mineralien, Artefakte. Ich bin noch gut beschäftigt, das kannst du Zeit lassen. Dann haben wir hier Fische und Fischähnliches, was man auch finden kann. Da ist nichts drin, Kira. Dann haben wir Gegner, also Bestandteile. So. Hi, Black Dust. Ja, sehr viele Truhen. Wenn ich selber ordne, dann sieht das so aus. Und dann haben wir hier Pflanzen, also geerntete Pflanzen. Also ich habe jetzt nur noch die Gold, aber eigentlich ist es Schwachsinn, die Gold aufzuheben. Das weiß ich ja mittlerweile. Und hier auch nochmal Pflanzen. So, das ist die erste Fasson Truhen. So, da habe ich meine Singleplayer-Spielchen schon mal wieder. Ah, das ist doch schon mal was. Dann geht es ja gleich bei uns eigentlich weiter. Moment. Dann haben wir hier... Nein, Korb ist trotzdem Bau. Weg. Na, das kann doch nicht sein. Ja, wenn ich auf Aktualisieren gehe, Korb ist weg. Ich kann jetzt einen neuen Hof machen. Was natürlich darin... Was natürlich daraus kommt, dass wir dann was komplett Neues haben. Dann hoste ich den und bereite den heute Nacht schon mal vor für nächste Runde. Weißt du denn, bei welchem Tag wir waren? Wir waren beim 15., glaube ich, Frühling. Dann musst du aber auch die ganzen Quests bis dahin machen und sowas. Ja gut. Ja gut, die Quests müsstest du dann halt nachmachen. Das ist auch blöd, gell? Ich
habe jetzt gleich alle meine Truhen gezeigt. Ja, wir müssen uns was überlegen. Ich weiß es nicht. Also ganz aufgeben würde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht wollen. Ich auch nicht. Und vielleicht müssen wir es neu machen, aber das ist voll doof. Wir können es auch zusammen neu machen. Das war jetzt nur ein Angebot. Ob, ich quatsch die ganze Zeit mit mir selber. Kannst du Neo versuchen, einfach... Ach, scheiße. Kannst du nicht einfach versuchen, über Steam die Dateien zu sichern? Da gab es da ohne Funktion. Dass die vorher... Du meinst Dateien überprüfen, das hat aber nichts mit den Safe Games zu tun. Ja, kannst du auch trotzdem machen. So, und das waren meine Truhen. Ja, was machen wir jetzt? Ja, wir müssen wohl neu anfangen. Andere Optionen sehe ich nicht. Juhu. Sollen wir es dann vielleicht diesmal über mich laufen lassen, wenn dein PC oder so... Oder über mich? Nee, über dich nicht. Du bist nicht immer da. Du hast Schichtarbeit. Stimmt. Das wäre das... Hallo. Ja. Ja, also über mich? Von mir aus kann man das über dich laufen lassen. Der Ping ist ja halt relativ egal. Dann wohnst du halt im großen Haus. Einmal eh... Ja! Das ist nur gerechtfertigt. Und ich kann das Haustier aussuchen. Ja, der weise Mann wohnt im Waisenhaus. Nee, wenn wir eh neu machen, können wir uns aber auch noch überlegen, ob wir bei dem klassischen Farm bleiben oder irgendwie eine andere Farm nehmen. Das habe ich gerade überlegt. Und man kann anfangs Hütten 3 nehmen und dann gibt es auch diese Hüttenordnung in der Nähe oder separat. Der Bergspitzenhof, wenn du da... Da musst du zwar was wegmachen, aber da gibt es dann Erze direkt auf dem Hof. So ein Gebiet. Weißt du, wie in der Mine unten mit so Steinen und Erzen gibt es direkt auf dem Hof zum Beispiel. Wildnishof. Oh, in der Nacht kommen Monster, ist aber auch cool. Wir haben den Standardhof. Jetzt konzentriert euch mal hier. Wir haben den Standardhof, ein einfaches Stück Land mit einer großen offenen Fläche, den wir eben hatten. Wir haben den Flussbetthof über mehrere kleine Inseln. Das finde ich aber doof, ehrlich gesagt. Das ist zum Angeln. Gut. Ja. Nee, dann haben wir den Waldhof, limitiert deine Hoffläche. Nee, wir hatten den normalen. Ja, wir hatten den Waldhof. Deswegen konnte ich mich unter dem Baumdach verstecken. Okay. Dann gibt es den Bergspitzenhof. Das ist Möglichkeit zum Bergbau, Mineralien und eben den Wildnishof. Eine Menge gutes Land, aber pass auf, in der Nacht kommen die Monster. Was wollten ihr? Mir ist das ziemlich frei. Mir ist auch relativ egal. Leute, kann doch jetzt nicht drei Leuten egal sein. Einer von euch muss eine Meinung haben. Ich finde den Bergspitzhof interessant, aber ich glaube, da haben wir am Anfang auf dem Hof wenig zu tun, weil du echt wenig Platz zum Anbauen hast. Ich finde es auch ehrlich gesagt ganz cool eigentlich, dass man zur Mine geht. Man muss jetzt nicht unbedingt um sich rum wirtschaften. Ja, dann wäre es der Standardhof wieder. Wobei der Wildnishof auch interessant ist, weil wir dann wahrscheinlich mehr Fläche haben, so wie das klingt hier, ne? Aber da müssen wir halt nachts kämpfen. Nervt vielleicht, weiß ich nicht. Wenn es dunkel wird, kommen halt Viecher auf dein Zeug. Ja. Dann ist halt abends mit Anbauen nicht mehr. Ich würde dann, glaube ich, eher den Standardhof nehmen. Okay. Die anderen sind halt interessanter, aber anstrengender. Ja, das stimmt so, ne? Aber ja. Also, wir können auch den Wildnishof probieren. Ist dann halt anstrengender. Wir müssen besser durchplanen, dass wir früh das Zeug gemacht haben. Gut, wir können auch nachts noch anpflanzen. Du musst halt dann die Viecher vorher töten. Ja, aber du kannst schlecht töten und pflanzen, wenn die konstant nachkommen. Das meine ich. Nee, das ist irgendwie blöd. Das ist nicht chillig. Wir wollen es doch chillig haben. Dann bleiben wir beim Standard. So. Du hast einen neuen Username? Follower. Was? Black, das, warum soll ich den Username vergessen? Ich habe dein Username nicht vergessen. Fuck. Ja, und du Felix, hör auf, meinen Kanal voll zu spammen, sondern denk beim Hof mit. Bam. Also wir nehmen jetzt den Standardhof, ja? Ja, von mir aus. Okay. Ach so. Dann nochmal. Ich beeile mich mit Charakter aus. Die Frage ist, wollen wir dann jetzt noch weiterspielen? Weil Felix wollte eh bloß bis 22 Uhr. Ja, ich kann auch noch eine halbe Stunde länger machen. Nee, wie ihr das wollt, mir ist das egal. Ich bin ja nach hinten hin sehr flexibel. Ansonsten wäre die Frage, ob wir dann für heute Schluss machen und irgendwie demnächst, also näher als eine Woche, den nächsten Termin einfach machen. Das klingt so, als ob du gerne für heute Schluss machen wollen würdest. Nee, ich will eigentlich nicht so lange machen und das Problem ist halt, dass ich gerade ein bisschen angefressen bin, dass es halt alles nicht so klappt, wie ich das gerne hätte. Da hast du vollkommen recht, da bin ich auch noch angefressen. Vielleicht findet sich ja morgen oder übermorgen der Spielstand auch wieder. Dann verabschieden wir uns für heute und CC Black Dust kommt morgen auch wieder. Das freut mich. Ich bin dann, verabschiede mich schon mal von euch und hoste. Ich verabschiede mich auch. Und hoste euch weiter zu Nubik.
Der spielt ein bisschen Path of Exile. Das werde ich in 9 Tagen wahrscheinlich auch wieder tun. Tschüss. Gut, dann macht's gut. Bis morgen. Ciao.